So, yo, hey Leute und herzlich willkommen zur 67. Folge vom Gothic Let's Play. Ja, hier an der Stelle kann man noch hochspringen. Und da gab es nämlich eine Höhle. Eine Höhle geben. Ich glaube, da waren Orki. Ja, da war schon wieder ein Ring. Wo wir auch erstmal wieder nachschauen müssen, was es denn für einer ist. Ring der Geschicklichkeit, okay. Ein Ulmenbogen, noch zwei Geschicklichkeit, dann könnten wir den anlegen. Mythisch. Wahnsinn, Alter, wir haben, na, haben jetzt schon 636 Leben und gehen trotzdem so schnell down. Also ich weiß nicht, war das denn früher? Viele haben halt wirklich gesagt, Nacht des Raben ist schwer und Elhai war gerade die Version, die ist auch extrem schwer, aber es ist im Prinzip Nacht des Raben mit der Elhaiver-Version, ne? Irgendwie kommt mir jetzt nach des. Es ist jetzt nicht wirklich schwierig, ja, aber ich weiß ja auch, wie ich mit dem Spiel umzugehen habe. Ich weiß, dass ich zum Beispiel bei bestimmten Händlern halt mir vielleicht auch mal einen Feuerregen kaufen sollte, um dann entsprechend auch mal gegen stärkere Viecher. Was? Da kommt ihr hoch. Boah. Weg, du Wolf. Dürfte eigentlich nicht mehr viele Schüsse brauchen. Das wird nicht ganz reichen. War knapp. Nichts zu holen. Los, könnte man schon. Ja, deswegen bin ich jetzt hier auch noch kein perfekter Spieler. Aber ich habe da definitiv auch keinerlei Anfangs- und Hemmungsprobleme, da irgendwelche Sachen zu finden. Da kommen wir wirklich nicht. Ja. Da ist nichts zu holen. So, durch das mehr Geschicklichkeit tun wir die jetzt mittlerweile auch one-shotten. Ja, mehr Damage machen. Geschicklichkeit. Bogenschaden. Jetzt. Na gut, jetzt sind wir schon wieder 30 Kilometer um Diego seinen eigentlichen Spot drumherum gerannt. Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe. Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal,
Wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinis aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals. Die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Ich will Gorn freikaufen, aber Garond verlangt 1000 Goldstücke. Ein schöner Batzen Gold. Ich habe 300 Goldstücke dabei. Die kannst du mitnehmen. Der Rest liegt an dir. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück, denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran, du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. So, also wir können ihn dann nachher noch abholen. Das ist aber schwieriger als gedacht. Das machen wir dann auch wirklich erst, wenn wir jetzt auch und waren, weil das bringt ja sonst... Und... Ja, also wir dürfen nicht... Ja, wir dürfen nicht an Drachen vorbeigehen, wir dürfen nicht an der Burg vorbeigehen, wir dürfen nicht an den Dingern vorbeigehen. Und der einzige Weg, den ich da so sehe, ist wirklich hintenrum, ne? Also so, wie wir hier auch hergekommen sind. Also jetzt nicht da runter, auch nicht dort lang, sondern wirklich in diese Richtung da hinten lang, ne? Und da, denke ich, dürfte es keinerlei Probleme geben. Machen wir aber dann, wie gesagt, nachher. Wir wollen jetzt erstmal in die Burg gehen. War ist das dieser Teleport. Und zum ersten Mal können wir uns teleportieren. Sehr schön. Sollten wir jetzt mal mit Milton reden, dass wir Diego gefunden haben. Können wir gar nicht. Geht eigentlich. Naja. So, der dürfte ja jetzt eigentlich auch was anderes sagen, wegen der Ration. Was gibt's Neues? Engo hat neue Rationen Fleisch verteilt. Mann, das war bitter nötig. Siehste? Alles dank uns. So. Hinten gibt's ja auch noch was zu holen. Nur bei der sich nichts machen lässt, richtig. Das hast du nicht gewusst. Das sind doch alles nur Gerüchte. Mich fragt ja keiner.
Welche Sache? Muss ich aber echt nochmal überlegen, wie kommt man denn jetzt zu diesem... Krieg da ein bisschen Cola. Achso, genau, 300, 550. Dann kommen noch 250 von Gorn dazu. Den Lederbeutel von ihm, den haben wir ja schon gefunden. Na? Dann sind es halt bloß noch 200 Goldstücke, die wir im Prinzip bezahlen müssen für einen. Da waren wir schon. Das ist dann unsere. Abgebrochen. Da waren wir auch schon. Hatten wir hier hinten halt. Bubble. Ach mal. So, also links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Rechts, links, rechts. So. Ja, und hier ging es früher mal ewig weit nach oben. Und da... Wow! Ach ja, stimmt. Deine Schgomm ist seine Leiche. Da ist nichts zu holen. Stimmt, da war ja wie so eine Art kleines Mini-Easter Egg. Ich hab's immer noch drauf. Das hatte ich jetzt echt gerade nicht auf dem Schirm, aber weil ich auch gerade von dem Turm geredet habe. So, die Kombination war 6-mal rechts. Und die war rechts und irgendwie 6-mal links. So, schlafen wir mal bis zum nächsten Tag. So, Garond. Warum steht denn ihr jetzt eigentlich so doof? Da, besser. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben 2 Kisten mit Erz gefördert. So, 2 Kisten. Weitergehen. Ich brauche aber keine 2 Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Wegen Silvestres Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Wer erzählt denn sowas? Ich habe Markos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Ich werde mich da nicht einmischen. Na schön. Ich werde ihm 2 Leute schicken. Verdammt. Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Innos Strafe ist gerecht. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Gar nicht, dass das alles ist. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir.
und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Inos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Ich werde mich da nicht einmischen. Ja. Hey. Wir werden ausharren, solange wir können. Genau, also, wir haben jetzt unser Schreiben bekommen. Und... Einige Probleme erledigen sich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Können wir zu Gerold gehen. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Ich weiß gar nicht, hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Das hat er doch vorher gewusst. Ich hab's. So, direkt mal alle Türen aufgemacht. Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie 10 Männer, binnen von Augenblicken verbrannte sein Feueratem die Hütten. Ein Drache! Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig! So, und Gorn scheint dann wohl in der Zelle zu sein. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Ich weiß langsam. Für mich geht das besser. Ich kann ja nicht ewig. So, und dann sollten wir ja nach Uda den Ring geben. Hey. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. So. Ja, dann können wir noch ein paar Sachen verkaufen. Zeig mir. Den Ulmenbogen behalte ich mal, weil den können wir ja sogar bald. So, Ring der Erzhaut brauchen wir nicht. Eisenhaut brauchen wir nicht. Schwert brauchen wir auch nicht. Ring der Erleuchtung, ja, wenn ich da jetzt noch meinen anderen hätte, ne? Aber ich sag mal so, das aktuelle, was wir so tragen, das gibt uns. Anna. Kaufe ich den auch mal. Verkeilt verkaufe ich auch mal. Feuerpfeil können wir weg. Feldräuber, Lurker werden wir brauchen. Waren auch nicht unbedingt. Angst, da haben wir jetzt eh unsere Runde dafür. Essen, das können wir noch gebrauchen. Goblin-Skelett kann weg. Ja, leichte und mittlere Wunden heilen. Bald eine Rune für die mittleren Wunden. Und ja. So, Nefarius-Karte kann weg. Garons Minenkarte kann weg. Herzkarte kann weg, weil da haben wir jetzt alle. Ehen.
Und wenn man sich dann merkt, okay, an dem habe ich jetzt hier die ganze auf, dann kann man das wiederholen. So, Gift der Blutfliegen, Lucias Abschiedsbrief, Notiz von Wilhelm, Estros Notiz, Logbuch von Quack, Waffe von Quahotron werden wir nicht nochmal brauchen. Fackel brauchen wir auch nicht, auch wenn das Licht von der Fackel wesentlich schöner ist als Olafs Beutel. So, da unterhalten sie sich, ja. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich habe Gorm befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. So. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorm nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Wo willst du dann hin? Ich habe gehört, dass Lee noch lebt. Ich will mich ihm wieder anschließen. So. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. So. Eigentlich sind wir jetzt hier wirklich mit allem fertig. Also da habt ihr jetzt gesehen, das geht wesentlich schneller hier im Minental. Aber durch South Park natürlich auch noch dazu. Und jetzt wollen wir mal den Teleport zum alten Dämonenturm benutzen. Da kommt man sogar hier oben raus. Interessant, ich dachte, da kommt... Na gut, ist aber nicht weiter schlimm. Weil von hier aus kann ich recht zu dem Lager dort gehen. Und vielleicht können wir ja... bei ihm, dass wir den Ring abgegeben haben. Upp. Oh Gott, was sagt er? Hey, du. Ich habe Olaf gefunden. Und wo treibt er sich rum? Er ist tot. Die Wölfe haben ihn gefressen. Oh, verdammt. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens, hier rauszukommen. Will man dem nicht eigentlich helfen hier raus? Ach, der will erst später hier raus, glaub. Wie läuft die Erzförderung? Schlecht. Wir machen keine Fortschritte. Als wir ankamen, lief es noch gut. Aber meine Jungs haben seitdem fast nur noch Splitter geschürft. Nichts Verwendbares. Aber wir werden nicht aufgeben. Jedenfalls nicht, solange ich hier das Kommando habe. So, na dann wollen wir doch mal Diego abholen. Dank South Park durften wir so lange laufen, sondern... Hey, du. Komm mit. Alles klar.
Ja, und wenn er dann irgendwie hört, dann sagt er uns sowieso. Das passiert erfahrungsgemäß oft. Weiß noch, da habe ich als Kind oder Jugendlicher ewig lang gerätselt, wie ich alles Mögliche probiert, wirklich jeden einzelnen Zentimeter geschaut, hier komme ich irgendwie da vielleicht doch lang, wird das denen eventuell nicht, wenn ich da hier ein paar Zentimeter näher am Fluss lang gehe. Sollten wir... Warte hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir sollen uns trennen? Hier? Das kommt nicht in Frage. Wir gehen jetzt schön zusammen zum Pass. Will da wohl nicht... Was ist denn mit dir? Ich meine, ich will hier noch mit dem Markus reden. Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Da. Gut, scheinbar wollen sie ihn nicht zurückhaben. Hätten sie jetzt direkt gesagt, das ist ja Diego. Hätten ihn direkt wieder in Ketten gelegt. Natürlich überhaupt nichts passiert. So, zum Pass schaffen wir es auf jeden Fall noch. Jetzt nichts von ihm dazwischen kommt. Alles klar? Alles bestens. Scheinbar müssen wir ihn auch tatsächlich noch hier hinterbringen. Um auch immer. Weißt du noch, damals? Als wir uns hier das erste Mal trafen, ist eine lange Zeit her. Irgendwas war noch an diesem Ort. Verdammt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, wie auch immer, den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Warte mal. Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Kannst du mir was beibringen? Klar. Was willst du wissen? Halt kostet mittlerweile auch schon 2 Lernpunkte. Ja, und hier gab es halt jetzt nochmal einen Nostalgiebonus, weil wir waren ja hier. Die erste Person, der wir begegnet sind, ist ja Diego gewesen im ersten. Wieder begegnet. Oder waren jetzt mit ihm dort? Und generell, Gorn, Diego, Milton, Lester, das sind unsere besten 4 Freunde. Und dann kommen natürlich noch die anderen dazu. Lee und Laris und Wolf und alle möglichen. Zardas ist im Prinzip auch unser Freund, obwohl er uns auch die ganze... So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Da ist doppelt XP dafür. 500
Nochmal 500, nochmal 500, 1500 XP dafür oder was? Naja gut, in der nächsten Folge werden wir dann zurück nach Innes gehen und unseren Weg zur Hafenstadt fortsetzen. Ich verabschiede mich natürlich recht herzlich von euch. Bis dahin, ciao, euer Zardas.